noch persönlicher wird es nur noch mit meinen Tischsets aus Filz. Und die gibt's jetzt. Das Auge isst ja bekanntlicherweise mit. Und das gilt nicht nur fürs Essen, sondern ich finde auch für den Tisch, an dem man das Essen zu sich nimmt. Und da ist es besonders schön, wenn man den Gästen natürlich einen individuellen Platz bietet, der richtig schön persönlich gestaltet ist. Und alles, was Sie dafür brauchen, sehen Sie hier. Ich brauche Filz, den habe ich mir als Meterware aus dem Stoffladen besorgt. Dort gab es auch diese schönen Stoff- und Schleifenbänder. Das war's schon. Ja, das ist nicht viel, aber Sie werden gleich staunen, was ich daraus zaubern kann. Ich habe mir Filz gekauft, den kann man in so großen Stücken kaufen und dann pro Meter. Das ist meist auch viel, viel günstiger, als wenn man fertige Platzdeckchen kauft. Kostet ungefähr der Meter so 7 €. Und den schneide ich mir erstmal zurecht auf Platzdeckchengröße. Ich habe hier so eins, um mal zu gucken, wie groß die ungefähr werden können. Es muss ja immer ein Teller drauf passen und natürlich auch Besteck. Und der Filz hier, der ist schon ein bisschen breiter, aber da kann ich mir dann hier schon mal markieren, dass ich es in der Höhe ungefähr abschneiden werde. Dank der Vorlage bringe ich mein Tischset mit einem Cutter auf das richtige Maß. Eine Schneideunterlage schont den Tisch. Da habe ich schon mal mein erstes. Und jetzt wird's spannend, denn bei diesem Platzdeckchen brauche ich ganz viele Bänder. Und da kann man sich natürlich so richtig auf den Gast einstellen, je nachdem, wer jetzt kommt. Ich habe hier zum Beispiel so ein Band mit Noten. Wenn man Musiker zum Gast hat, kann man zum Beispiel dieses Band nehmen. Oder wenn ich mich jetzt einladen würde, ich würde was Kariertes nehmen. Oder wenn der Liebste kommt, ein Band mit kleinen Herzchen. Da kann man dann auch so eine hübsche Schleife reinmachen. Und jetzt überlege ich mir, wo kommt das Besteck hin und der Teller. So, ich habe hier das Besteck. Stell mir jetzt vor, der Teller wäre hier, dann würde ich das Besteck auf diese Seite packen. Und ich werde jetzt für das Besteck kleine Schlitze hier reinmachen, weil ich später ein Band durchziehe. So, und die mache ich natürlich auch mit dem Cutter. Die Schlitze mache ich so lang, wie die Stoffbänder breit sind, die ich durchziehen möchte. Danach fädle ich das Stoffband auch schon durch die Schlitze. In die entstandenen Schlaufen stecke ich später mein Besteck. Und dann möchte ich natürlich, dass das Band auf der anderen Seite wieder rauskommt. Deshalb gibt es dann auf der gleichen Höhe, kann man auch mit Augenmaß machen, nochmal einen Einschnitt. Und da führt man das Band dann einfach von hinten wieder hier durch. So, jetzt haben wir das fürs Besteck schon mal fertig. Jetzt kommt noch ein Platz. Ich möchte gerne die Serviette auch hier oben so schräg dann an dem Teller haben. Deshalb werde ich hier jetzt auch noch mal mit dem gleichen Band noch mal hier so ein Band durchziehen, damit man die da so reinstecken kann. Wichtig ist, bevor man es abschneidet, einfach mal testen und das Besteck reinstecken. Nicht, dass man es zu kurz macht, das Band. Also die Gabel rein, das Messer rein und den Löffel. So, dann kann man einmal festziehen. Alles in Ordnung. Hier wieder abschneiden. Und das Gleiche mache ich hier oben für die Serviette noch. 4 Schlitze schneide ich nun in das Filztischset. Die Stoffbänder kann ich je nach Gast wieder austauschen. Wenn ich das Band durchgezogen habe, bin ich fast fertig. Und dann kann man nämlich hier ganz hübsch eine Serviette reinstecken. Kann man dann natürlich noch hübsch falten. Dann kommt sie hier rein. So. Dann hat man alles perfekt, was man zum Essen braucht. Und natürlich einen Teller. Den kann man dann hier in die Mitte stellen. Und ich finde, es sieht schon sehr, sehr schön aus. Wer es noch einfacher mag, ich habe noch einen Tipp für ein Platzdeckchen, was noch schneller geht. Lege ich das zur Seite. Denn ich habe ja noch eine Farbe übrig, und zwar dieses tolle Pink. Da werde ich mir jetzt auch wieder die Größe zuschneiden, genau wie bei dem rosafarbenen. Auch hier nehme ich mein altes Tischset als Schablone für die richtige Größe. So, hier würde der Teller hinkommen. Hier die Gabel, das Messer und der Löffel. Nimmt sich einen Teller, dann hat man schon mal die Größe. Und geht dann wirklich so ganz grob. Man kann es in sehr schön machen, aber ich finde es, wenn es wirklich so ganz einfach ist, also so wie Kindermalerei, wenn man dann wirklich einmal hier so rumfährt und einen Teller aufmalt. Das geht kinderleicht. Wenn Farbe an den Teller kommt, kein Problem. Die kann man wieder abwaschen. Am besten nimmt man dafür Stoffmalfarbe.
die hält richtig gut, aber es geht auch jetzt so eine ganz normale Kinderfingerfarbe, die kann man auch nehmen. Man kann das auch mit dem Finger raufmalen. Es sieht dann noch ein bisschen wilder aus, aber heute ist der Pinsel dran. Kommt hier noch auf die eine Seite die Gabel. Und die mache ich auch so ganz einfach. Es wird so ein langes Ding. Mit meinem breiten Pinsel male ich eine stilisierte Gabel auf. Genauso mache ich es auf der anderen Seite des Tellers mit dem Messer. Auf den Teller gibt es vorab schon mal einen Gruß aus der Küche. Bon Appetit! So, jetzt muss das Ganze nur noch trocknen. Und schon hat man seine individuellen Platzdeckchen. Ich finde, das hier ist perfekt für eine hübsche Gartenparty. Und wenn es etwas feiner wird oder vielleicht ganz romantisch, dann wählt man diese Variante. Für beide ist Filz die Grundlage. Dann benötigen sie noch Stoff- oder Satinbänder sowie Textilfarbe. Einmal die edle Stoffbandvariante und etwas rustikaler mit der Stoffmalfarbe. Oh, okay.